Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video. Heute gibt es Quest 2 Gameplay und zwar habe ich mir das Spiel Flowweaver angeguckt. Und Flowweaver ist ein Escape Room Game, was viel mit Magie zu tun hat, mit verschiedenen Dimensionen, in denen wir reisen können. Und man muss ab und zu auch schon mal nachdenken, was kann ich in dieser Dimension machen, was kann ich in der anderen Dimension machen, und manchmal sind die auch miteinander so ein bisschen verbunden. Also ist auch nicht ganz einfach, meiner Meinung nach, aber ja, hat echt einen guten Eindruck gemacht. Und das ist hier wirklich ein First-Impression-Video, das heißt Ersteindrucks-Video. Ich bin komplett unvoreingenommen da reingegangen, um euch mal zu zeigen, wenn man jetzt ohne vorher das Game zu testen in das Game geht, wie kommt man damit klar? Und das wollte ich euch einfach mal zeigen. Und ich meine, ich bin relativ schnell mit dem Spiel warm geworden und man weiß relativ schnell, um was es sich geht. Es gibt leider keine deutsche Sprachausgabe. Dafür haben wir aber Untertitel in Deutsch und die können wir uns auch, was echt, habe ich noch nicht oft gesehen. Man kann die Untertitel sich anpassen in der Höhe, in der Größe, in der Tiefe, sage ich mal, wo sich das Ganze abspielen soll. Und da kommen sogar die Leute mit, die halt Englisch nicht so gut beherrschen, sage ich mal. Und schauen wir uns mal das Game jetzt mal auf der Oculus-Seite an. Also wir haben einmal Oculus Rift S wird natürlich unterstützt. Dann haben wir Quest 1, Quest 2. Und wenn ihr euch das Spiel kauft, das hat auch Cross-Buy. Das heißt, ihr habt es für beide Versionen. Ich habe jetzt den Key für die Quest 2 bekommen quasi, kann aber jetzt auch mit der Oculus Rift S spielen auf dem PC und habe das auch gleichzeitig im Quest Store. Das ist echt gut. Das Spiel kostet 19,99 €. Und wie gesagt, es macht echt einen netten Eindruck. Wer so Escape Room Rätselspiele mag, der wird hier echt zufrieden sein, meiner Meinung nach. Manche Rätsel sind einfach, manche wiederum nicht so einfach. Man muss auch ein bisschen rumprobieren. Aber das seht ihr gleich in dem Gameplay. Ich habe auch nichts großartig geschnitten. Einzige, was ich jetzt noch habe in der Aufnahme, ich nehme momentan wirklich in der Quest auf. Und ich habe jetzt nur noch diesen schmalen Bildschirm zur Verfügung von der Quest in-game, weil Chromecast und Razer Ripsaw momentan nicht so gut funktionieren bei mir. Da hat ein Windows-Update was zerschossen. Und deshalb mache ich das jetzt so. Ich bin mir noch nicht ganz klar, ob ich den Greenscreen wegfiltern kann im Kamerabild. Das werde ich aber noch probieren. Und ansonsten bleibt halt alles gleich. Wie gesagt, ich möchte halt öfters jetzt auch ein bisschen Quest 2 Gameplay zeigen, weil es auch einfach eine coole Brille ist. Und ich hoffe mal, dass, wenn es jetzt das Wetter so wieder zulässt, dass ich auch mal draußen wieder so einen Boxfight machen kann. Dann muss ich mal gucken, ob ich das nochmal hinkriege. Ja, auf jeden Fall kostet das jetzt 19,99 €. Rift S Quest 1, Quest 2 wird unterstützt. Und es erscheint aber auch noch auf Steam VR. Aber erst, es ist geplant für März 21, also es kann einen ganzen Monat noch erscheinen. Ich weiß jetzt nicht, wann das wirklich sein wird. Und hier steht 11. März, kann nicht sein, weil es ist nicht rausgekommen. Wir haben heute den 12. Das Ganze muss man im Sitzen spielen, weil man wird quasi entführt und ist wirklich an einem Stuhl gefesselt, sage ich mal, magisch gefesselt und kann auch nicht aufstehen oder so. Und von daher macht Sitzen hier echt Sinn und macht auch, ist einfach mal was anderes, auch mal, wenn man im Sitzen spielen kann, ne? Ist auch mal nicht schlecht. Ja, wir haben englische Sprachausgabe und französische Sprachausgabe. Deutsch halt noch Untertitel. Und ich würde sagen, bevor ich jetzt hier weiterrede, schaut euch das Spiel einfach im Gameplay an. Und die Links zu den ganzen Sachen hier, zu den Seiten, werde ich euch unten in die Beschreibung packen. Hier seht ihr auch noch mal die Seite von dem Entwickler. Spieldauer soll ungefähr 3 Stunden sein. Kommt wahrscheinlich auch je nachdem drauf an, wie gut man rätseln kann. Okay, Leute, jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Gameplay und wir sehen uns gleich in der VR-Welt.
So Leute, willkommen bei Flowweaver und ich habe es ja schon mal in der, oder wir haben es schon mal in der News-Sendung vorgestellt. Es ist ein Escape Room Game, bisschen Fantasy, Magic dabei und ja, für mich ist es jetzt auch wirklich der Ersteindruck, also als ob ihr das Spiel jetzt komplett neu startet und ich habe noch kein bisschen reingeguckt, also ich muss mich da auch erstmal ein bisschen dann einfinden ins Game. Gehen wir aber mal ganz kurz die Optionen durch. Ich spiele jetzt hier auch mit der Oculus Quest 2 ohne Oculus Link Kabel. Das Ganze ist ja auch für die Rift erhältlich, aber ich spiele jetzt wirklich die Quest-Version hier. Deshalb auch das andere Layout, sage ich mal, von der Aufnahme. Wir haben Untertitel, wir können die Sprache einstellen, Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch und weiß ich nicht was. Irgendwas Asiatisches auf jeden Fall. Und ja, da können wir uns das halt ein bisschen anpassen, ne? Sehen wir hier unten, da kann man die Größe ein bisschen anpassen von der ganzen Sache. Die Höhe, das finde ich ganz cool, das haben nicht viele Spiele. Man kann die Tiefe noch anpassen, wie weit das ein bisschen entfernt ist. Ich lasse es erstmal so, ich denke mal, wir können das später noch anpassen. Ja, wir können uns hier die ganzen Audiosachen einstellen, die wir haben möchten. Wie laut und leise die sein sollen. Die Steuerung wird uns hier nochmal gezeigt. Haptische Intensität, ich denke mal, das ist Vibration. Genau, der vibriert gerade hier wie verrückt. Das lassen wir einfach mal so. Und Credits brauchen wir uns jetzt nicht angucken. Und ich würde sagen, wir gehen direkt ins neue Spiel. Also viel Spaß. There are so many dimensions of magic in this multiverse, all interconnected with the worlds of mortals. My schooling is almost over. I've learned to channel the magic of many of those dimensions into spells. But I should practice for my final tests. Pick a destination, grab the thread of reality, and pull open the new dimension. Okay, ja, wir sind halt Magier scheinbar, wir sind in der Ausbildung und können zwischen verschiedenen Dimensionen hin und her reisen, wie wir hier sehen. Und jetzt ist es halt ein bisschen, ja, vom, so ein Tutorial, sage ich mal. Nimm die mittlere Kugel und ziehe an den Fäden der Realität, um in eine neue Dimension zu gelangen. Wait, what's happening? Okay, ich lass los. Ich lass schon los. What? Where am I? Ja. What happened? Hello? Is anyone there? Is anyone there? Help! Please, I shouldn't be here. Ja, ich auch nicht, verdammt. Und ich stecke hier auch fest. Okay, schauen wir mal. Also okay, wir können jetzt hier den Kompass nochmal öffnen. It's empty. Whatever this place is, I've been completely cut off from most of the dimensions I know, from the magic I've mastered. At least I'm still connected to my own dreamscape. Ergreife und zieh an den Traumgedanken, um oben zuzuhören. Das sind Traumgedanken. Okay, so. Captured, trapped somehow while moving between dimensions, caught in that circle of binding at my feet. And whatever this world is, it's somehow completely disconnected from the dimensions of magic I'm used to. Which means I can't simply pull open a new dimension to escape, and I can't access the spells I know either. I'm near powerless. No, not powerless. Nein. I still know how to move between dimensions. If I can find portal keys, if I can learn more about the dimensions that surround this world, access them, go back to first principles and figure out how to harness their magic. Then maybe escape this cell. Not that it's much of a cell. It looks more like a storage room. Okay, also wir sind scheinbar irgendwie entführt und gefangen genommen worden, also auf magische Art und Weise
Wir können nicht mehr zwischen den Dimensionen reisen und das müssen wir jetzt alles wieder irgendwie hier erlernen. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Well, at least the dreamscape remains a fixed point in my planar compass. That proves at least some of the magics here function as expected. The dreamscape is a borderlands between mortal thought and immortal magic. A dimension of cognition. Every sapient mind touches a piece of it. Thanks, Professor Mylan. I guess your stuffy old lectures did come in handy after all. Recent topical and unprotected thoughts will gather above the dreamscape in my compass as I puzzle my way through this predicament. But I dare not physically travel to the dreamscape itself, and I best not let too much rise to the surface either. Deeper thoughts, subconscious, private, and secret, live within. And you never know who is watching or listening, young one. Okay, jetzt kann ich hier raus. Halte BY gedrückt, um zu meditieren und Magie zu entdecken. By opening my mind to the energies around me. Wow, so many objects in this room hum with power. And I sense a couple things that I could maybe harness as portal keys. Something on that skeleton's hand and a glass trinket in the rafters. If I could reach them somehow, I should be able to access other dimensions with them. Okay, so clearly I'm not the only person who's been brought here. Hopefully I can fare better than you did, friend. Hallo. That is a powerful circle of binding. That must be tied to those runestones I saw when I was captured. Who did this to me? Come, find me in the shadow realm. Suche mich auf in der Schattenwelt. Thank you, friend. The Shadow Realm sounds distinctly like the name of another dimension. Perhaps a place of secrets, or this world's land of the dead? If so, I can use this finger bone as a portal key. I just need to merge it into my planar compass. Führe diesen Portalschlüssel in deinen Plan-Kompass ein. Sind das unten diese Dinger hier? The energies in that bone were tied to a dimension that connects to this world. I should be able to travel there now. Oder muss ich jetzt Plan-Kompass? Muss ich den jetzt hier irgendwie einfügen? Ah, Schattenreich. Machen wir mal auf. Another flue weaver, captured as I was, a prisoner of the necromancer and her peers. Flow weaver? Necromancer? What are you talking about? This distant world has a unique relationship with the dimensions of magic. They call them flows here, for the way they move like the tides through their worlds. The magical tapestry is not stable. Mm-hmm. Those of us who travel between the dimensions with ease, we are rarer to them, special. They name us Flow Weavers. The cell, the runes of binding, these are the work of a necromancer. Oh, necromancer. That shadow I saw before I came here. I do not know her purpose. I'm sorry to say that I learned little more before I died here. This dimension is dangerous. A dragon of bone and shadow hunts these plains. You must not linger long, lest it kill you, as it did me. Even the flow itself can wrest your soul from you. Mm-hmm. I can help you further, but please, please, I am bound to this place still, cursed. But there is an amulet in the cell, a gift from my master. Oh, das ist der Drache. It can release me. Okay. I saw that, but it's out of reach. There's still time. I can teach you the magic of this flow, to harness the shadow and extend your reach. First, you must release the darkness from the crate beside you. How can I release it? Open the crate. The flows of this world are uniquely connected, layered over the material world. Do something there,
and it will change things here. Fascinating. Das habe ich ja im Trailer gesehen, ne? Man kann die Kiste jetzt eigentlich öffnen. Oder auch nicht. I should be able to take objects from here with me back to the material world if I need to. Okay, dann probieren wir mal. Traumlandschaft. Materielle Welt. Whoa, it's night time. Huh. Time must pass a little differently in the flows of this world than in the world itself. Oh. Ah, okay. Das maybe war I can get that chest propped open somehow. So, und jetzt kann ich wieder reisen. Genau, das habe ich eben. Ach, eben. Das habe ich auch in den Dings gesehen, im Trailer. Jetzt ist die Kiste offen. Genau. Was das jetzt heißt, weiß ich nicht. Good. Good. This darkness is part of the curse binding me. The necromancer's attempt to wrest information from me, even in death. But you can learn from it, as I have. Now, pull the threads of magic into yourself. Harness the power of the shadow. Bend it to your will. Mhm. Schattenhand, das ist jetzt eine Fähigkeit? The tower in the shadow realm is very similar to the layout of my cell. Not that it's much of a cell. The spirit said the flows of this world are connected. It's like that tower is a dark, decayed reflection of where I am in the material world. Is my cell in the tower as well? The architecture is ornate, not like any prison I know. I can see the ocean all around, and the room's full of netting and ropes. A lighthouse, maybe? Why am I being kept here? Hmm. So, Schattenhand. Verwende Vorderträger, um Schattenzauber. Ja, komm, das will ich. Verwende ohne den Vorderträger loszulassen die Greiftaste, um. Ah, okay. Aha! Oh, it's just like another spell I once knew. But, well, darker. Okay. Schattenreich. My amulet. Und jetzt? Was steht das werfen? Okay, komm. Thank you. Thank you. I may rest now. Beware the dragon. I did not think my wounds fatal, but... Wait, please! Is there anything else you can tell me? I learned a little more. But I did make contact with the fairies. Concocted a special brew. Make them this offering, and they may help you. What offering? Devised in the dark of the cell. Fond of drink. Ugh, damn. Rest now, friend. Oh, ew, gooey. Oh, I'm gonna need something to hold this in. Okay. Jetzt haben wir die Schattenhand. Wir können uns jetzt Sachen holen. So. Wenn hier irgendwas ist, was interessant ist. Aber das bringt uns jetzt nicht weiter, oder? Okay, jetzt gehen wir mal... Oder? Können wir das auch? Okay. Mal schauen. Da liegt doch there was, oder? Is a chill here. Chill that goes deeper than skin and bone. I should not tarry. Eine Haselnuss. Okay. Damit kann ich aber nichts anfangen. Okay, dann reisen wir mal zurück. I'm gonna need something to hold this in. Okay, das ist jetzt vorbei mit dem Kollegen da. Und jetzt hat sich auch was verändert, oder? Da ist eine Flasche. Die könnten wir doch mitnehmen. My captors have given me an evening bottle of wine, it seems.
kann man die... Ne. Oder ich muss... Also wir sollten... Those candles have some energy to them. If I only had a flame. Wir sollten irgendeinen Behälter finden, damit wir dieses glibberige Zeug da reinpacken können, ne? Hmm, it's missing a light. Looks like something can go inside. Aha! A recipe in the dark of the cell. Thanks once again, friend. Wein, Ektoplasma, lila Blume. Okay, da ist doch schon mal was. Da können wir was mit anfangen. Wein haben wir, ne? Wein, Ektoplasma, lila Blume. Jetzt müssen wir nur eine lila Blume finden, ne? Mal gucken, was wir hier alles so greifen können. Jetzt brauchen wir hier eigentlich nur eine Kerze, ne? The spirit mentioned concocting a brew in the dark. Okay, wir gehen nochmal zurück. Das ist das Ektoplasma, was wir brauchen. Eine lila Blume finde ich hier jetzt nicht unbedingt, ne? Okay, keine Ahnung. Traumlandschaft, Schattenhand. Okay. Looks like I'll need some kind of four-digit combination to open that. There are 10,000 possible combinations, so I'm gonna need a clue or something. Kann man damit was machen? Nein. Ja. Ist doch schon mal was. Lila Blume. This item is a portal key. I should put this into my planar compass. Cool, da hätte ich jetzt gar nicht so hoch geguckt direkt. Feenländer. Und da nehmen wir aber jetzt erstmal hier den Wein mit. So. Welcome to the party. Welcome, welcome to the party. Hallo. What did you bring? Can you help me? Where am I? What is this world? Hello? Maybe something to get their attention. Wine, 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 wine! Bring it here! Hey, what's up? Would you share your wine? Ja, hier ist Wein. Ah, die eine hat's schon. Thanks for the wine, stranger. The other folks from your world are not nearly so kind. Ich bin halt It's nett. Not my world. Well, they're no friends of the fairies anyway. There's this necromancer. She's scary. Hurts us sometimes. Wants to steal our magic. So we steal from her. Oh?
Yeah, we stole this beautiful golden cup from your world. It's magic. I think it's important, because she was so mad when we took it. May I see it? Maybe, if you do something for us. The last guy who came here, he was making some kind of special drink for us. He never came back. So disappointing. I'm thirsty. Bring us the ingredients for his recipe. Kleine Alkoholikerfeen sind das. And he'll help in return. A deal with fairies, eh? Well, I don't have much of a choice. So, was ist hier? Ah, das ist in einer anderen Welt. Werden die Sachen angezeigt? Okay. Ich wüsste jetzt aber nicht, was ich jetzt hier noch machen könnte, ne? Gucken wir mal, ob sich in der anderen Welt jetzt was geändert hat. No, I can't pry that out of the ground when it's half buried like that. Okay, das kann ich nicht ziehen. Ich merke, okay, den könnte ich eigentlich raus, aber der steckt halt halb drin, ne? Halb in der Erde. Okay, ich würde es erstmal versuchen, nochmal in die andere Welt zu gehen. It's daylight again. Time passes strangely once more. Ich nehme das mal in die andere Welt mit. Okay, das ging nicht. Also gehört das hier hin, ne? Da sind wir uns einig. Okay, wir brauchen jetzt irgendeinen Behälter. Okay, keine Ahnung, für was das sein soll. Können wir uns aber auch mal mitnehmen. Gleich. Looks pretty dead. I wonder if it could ever grow again. Okay. Können uns nur für eine Sache entscheiden, ne? Können wir das hier reinpacken? Nein. Okay, ich nehme es ins Feenland und vielleicht können wir den Naga damit. There's some life in you yet. I wonder if this could ever grow again. I wonder if this could ever grow again. Na komm, den Wein noch mal. Da muss jetzt gleich noch Ektoplasma rein und sonst noch was, aber...
I wonder if this could ever grow again. I wonder if this could ever grow again. Ist da oben noch irgendwas? Nicht wirklich, ne? Eine Kerze fehlt uns noch. Obwohl hier überall Kerzen sind. I wonder if this could ever grow again. I wonder if this could ever grow again. Oh, I'm gonna need something to hold this in. Jetzt ist hier wieder Nacht. Das ist keine lila Blume, aber wir probieren es einfach. Ich brauche dieses Gefäß. Mist, ey. Kriegt man nicht raus. Das geht nicht, das geht nicht. Da könnte die Eichel rein. Die ist jetzt da, ne? Oh, ew, gooey. Oh, I'm gonna need something to hold this in. Oh, ew, gooey. Oh, I'm gonna need something to hold this in. Oh, ew, gooey. Oh, I'm gonna need something to hold this in. So. I wonder if this could ever grow again. I have to return to the material world before I can flow elsewhere. Ah, okay. Oh, I'll be. There's some life in you yet. Okay, das ging sogar. Das ging sogar, aber... Na komm. Boah, ist das schwer. Na komm, so.
kann man auch immer nicht nehmen. Na komm. Ich ist es auch gar nicht so gedacht, was ich hier gerade mache. Schwer. Guck mal, ist das hier der Code vielleicht? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Aber das kann ja nicht sein, oder? Na komm, probieren wir mal. Fünf, drei. Fünf. Vier. Hey! Es kann sein, dass die in der anderen Welt jetzt auch sichtbar ist. Oh, I can sense a connection here across flows. Something that's affected the growth of this flower. Oh, I can sense a connection here across flows. Something that's affected the growth of this flower. Boo! Okay, ich muss die Lampe holen. Ich hoffe, ich kann mit der Lampe jetzt reisen. Nee. Das geht nicht. Das geht nicht. Kann ich das hier nicht? So? Aber dann habe ich die hier nicht mehr. Ne? Die ist nur für die normale Welt scheinbar. Probieren wir mal. Hat ja bei dem Dings auch geklappt. Dann muss ich aber wahrscheinlich den wieder haben. Das ist ein bisschen Rätselraten hier. Aber wir probieren mal was. So. In die Schattenwelt. This is one of the rune stones I saw when I got caught here. It must have been used in the ritual spell that bound me. Maybe I can use it to break that spell. Hmm. I can already feel the spell of binding weaken, a little. If I can find more of the rune stones that were used in the ritual... Wait, what's that? We have long known that other worlds exist, far out beyond the flows. Distant places, disconnected from ours, with flows of their own, unique magics of their own. The Master tells me that there are flow weavers from those worlds, who learn to travel between flows, between worlds, with ease. Such are the connections between most places in the cosmos. Do so would require an understanding of the magic of all the flows.
bench to master so many types of magic. I'll believe it when I see it. Believe it. So, that was the necromancer. The same shadow I saw when I was first captured. It seems that by starting to disrupt her spell, I inadvertently accessed a part of her mind, drew a memory from her own dreamscape. Perhaps the more runestones I find, the more I disrupt her spell, the more I can learn from the recesses of her own mind. The way that binding spell was cast, I'm guessing there should be one runestone in each dimension of this world. Mhm, okay. Da sind jetzt noch Gedanken. Ich möchte aber mal ganz kurz die Welten noch umschauen. Oh my! Easy there! Oh, interesting. The light of this torch comes from that pink glass in the cell, and it seems to keep the power of this flow at bay, including the dragon. Hello! Do you want something? Other than to eat me. Can we communicate? Oh, I'm gonna need something to hold this in. So, hier haben wir noch einen Stein. Boom. With the Master's help, I set a trap. A web that stretched beyond our world of Kalimspar to draw in one of these flow weavers that can so effortlessly move between worlds. I must study them, learn from them. Doesn't make sense. Learn from them. Power as easily from the mind as the outside world, from life as from death. And yet, I have now witnessed it. The words Master wove into the runestones captured a traveler from another world as he tried to move between the flows. We allowed him to explore, to reach into the Shadow Realm and the Phalanx. Beast of the Shadow Realm killed him before he could get far. I suppose my familiarity with the magics of that place blinded me to the risks it would pose to even a talented outsider. Still, it was amazing to see the ease with which he drew on the powers of two flows. Flows he'd never encountered before. She's watching me, trying to learn from me. But her spell of binding weakens with every runestone I find. Okay, Leute, ich würde sagen, das reicht jetzt erstmal als Ersteindruck hier. Also bisher echt cooles Game, cooler Escape Room und also mir gefällt's. Wenn euch's gefallen hat und ihr würdet gerne mehr davon sehen, gerne mal unter die Kommentare schreiben, ob ich mal hier weiter zocken soll und dann schaue ich mal, ob ich nochmal ein Gameplay mache oder einfach auch so mal einen Livestream mit euch zusammen. Dann können wir zusammen ein bisschen rätseln. Müssen wir mal schauen, wie wir das dann machen. Ja, auch gerne mal in die Kommentare reinschreiben, wie es euch gefällt. Ist das was für euch oder habt ihr sogar schon gekauft? Gerne mal in die Kommentare. Ja, Leute, wenn euch mein Video hier gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Abo-Button nicht vergessen. Und ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.